Und willkommen zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. So, wie die erste Schlüsselkarte haben wir gefunden. Wir sind immer noch komplett am Limit. Also das heißt komplett am Limit. Wir sind fast tot eigentlich. Permanent. Und ich denke mal, da haben wir jetzt alles safe, clean gemacht. Und jetzt würde ich sagen, geht's hier weiter. Auch wenn ein Haufen komischer Viecher hier drin. Und wir haben doch einen Dietrich gefunden. Kann das sein? Wir haben noch einen Dietrich. Genau, das heißt, wir könnten normalerweise da hinten die Truhe aufmachen. Aber erstmal schauen, was hier für Viecher rumrennen. Flintenmunition, super, ich wohl keine Flinte dabei habe. Okay, wir müssen auf jeden Fall zu der blöden Schlangentür. Bitte lass hier nichts rausspringen jetzt. Oh, mach die Tür zu hier. April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in die Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Ich habe Oliver angelogen. Ich habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt. Mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. Okay, das ist der Lukas anscheinend. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Habe sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie nie finden. Okay. Ist vielleicht hier irgendwas? Ne. Okay. Dritter Platz. Junioren-Erfinder. Kann man das vielleicht öffnen? Dass da vielleicht irgendeine Art Fernbedienung drin ist? Ne. Okay. Schaut auf jeden Fall nicht so aus. Zweiter Platz. Sonderpreis. Nö. Das sieht nicht so aus. Ein Ball. Auf die Tür irgendwas drin versteckt oder so? Ne. Hier ist ein Kraut. Ah, da geht es zum Dachboden hoch. Gut. Kraut. Ist Besteck drin. Es ist kaputt. Okay. April. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Es stinkt total und ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Okay, kann ich hier das Licht ausschalten?
nicht. Ah, okay. Okidoki. Hier haben wir alles angeschaut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da hoch. Flintenattrappe, was soll ich denn mit der? Und trotzdem mit. Oh. Spielzeugaxt. Kann ich die ausrüsten? Okay, kann man nicht nehmen. Wäre auch zu blöd gewesen, ist eigentlich eine Spielzeugaxt. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir die ja noch. Kann nicht als Waffe verwendet werden. Okay. Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker, Auftragnehmer Trevor und Camberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 1992 bis 30. November 1992. Umfang. Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. What? Schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Okay. Happy Birthday. Okay, das können wir uns auf jeden Fall dann spät unten in dem Raum anschauen. Okay, da müssen wir wieder das Ding reinsetzen, aber ich schaue noch, ob es noch hier irgendwas gibt. Starke flüssige Chemikalie. Können wir das kombinieren? Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch mal so eine. Sind wir zumindest schon mal gelb. Das ist echt geil gemacht, finde ich hier. Ah, 2D. Okay. Boah, jetzt kann ich die nicht mehr nehmen. Was ist denn hier los, Egger? Ich weiß nämlich nicht, ob ich das noch brauche, das Zeug. Ach komm, ich nehme das Kraut jetzt noch. Können wir die nehmen, okay. Ich denke mal, wir haben bestimmt wieder gleich Besuch bekommen. Ah. Gehen wir runter. So, mit hundertprozentiger Sicherheit, wenn ich jetzt da rausgehe, werden bestimmt gleich wieder so schwarzen, komischen, ekligen Viecher kommen. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Band an. Was das bringt, die Hippie-Mistkerl, die wir fangen, aber halt im Verarbeitungsbereich. Okay.
Happy Birthday. Eine Videokassette, die auch lautet Happy Birthday. Dann schauen wir uns die mal an. Verdammter Glückspilz! Weißt du, ich beneide dich! Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freunde! Nein, ist ja fertig. Es hat Wochen gedauert. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich! Komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Okay. Kerze. Okay. Kann nichts machen mit der Kerze. Kein Plan, was ich hier machen muss. Ich stumpfe auf jeden Fall Gas aus. Jetzt irgendwie anzünden hier das Zeug. Nee. Anscheinend nicht. Happy fucking birthday. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen schlafvollen Tod sterben. Ich weiß, die Tüte ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich! Oh Gott. Und dann das jetzt hier rausfinden. Muss ich erstmal schauen. Gibt es hier irgendwelche Zeichenhinweise oder so? Aufziehschlüssel. Okay, hier geht jedes Mal die Kerze dann aus. Alles klar. Okay, also da bin ich rein, geht die Kerze aus. Hier ist zu. Okay, da geht's Klo über. Echt widerlich. Mann, das ist eklig. Verschmutztes Fernrohr. Ah, warte mal. Kann ich die. Nee, kann ich nicht kombinieren. Aber ich kann den Fernrohr doch bestimmt den scheiß Piraten hier geben, oder?
Passt nicht. Okay, da brauche ich wahrscheinlich den Finger. Das war ja aus einer Demo noch. Da gab es auch so einen komischen Finger. Es kommt kein Wasser heraus. Was muss ich denn hier machen? Okay, da geht sofort meine Kerze aus. Hä? Hier? Lass sie nicht durchtrennen. Ja. Luftballons kaputt, vielleicht ist da irgendwo was drin. Ah, hier war was. Ballon. Okay. Ohne Passe wird es kaum gehen. Hä? Happy. Oh, Scheiße. Ich habe keinen Plan, Leute. Aber ich habe jetzt so einen Ballon. Einen aufgeblasenen Gummiballon. Ah. Kann ich das nicht kombinieren? Was ist denn da los? Was brauche ich denn den Ballon? Okay. Ich glaube, ich weiß schon wo. Weil die scheiß Gasleitung. What? Fiederhalter? Okay, was mache ich jetzt mit dem Federhalter? Gehen wir zu den komischen Piraten da. Ach. Er kann das nicht richtig halten. Ohne Passwort geht es kaum gehen.
lässt sich nicht stopfen. Muss irgendwie das Wasser hier auskriegen. Ja, was mache ich denn mit dem hier? Genau. Okay, sauber. Was mache ich mit dem? Geht es jetzt vielleicht, dass ich ihm das gebe? Passt nicht. Was brauche ich denn? Ein blödes Fernrohr. Aha, okay. Okay, alles klar. Das hier, oder? Hä? Eine Glocke mit dem... Eine Glocke mit dem Raben drauf, oder? Das müsste ja doch stimmen eigentlich. Strohpuppe. Okay, was braucht die blöde Strohpuppe? Fühlt sich hart an. Untersuchen wir sie mal. Nicht, okay. Kann ich das Ding hier stopfen? Lässt sich nicht stopfen.
Passwort wird es kaum gehen. Passt nicht. Hey. What? Ich würde es eigentlich schon gerne lösen wollen. Aber nichts mehr. Das ist der Raum, da komme ich rein normalerweise. Hä, hey, jetzt geht's, okay. Ah, die Finger ist bestimmt für den Piraten. Kannst du dann aufziehen? Ah, ich denke mir da. Ah, die Feder. So, und jetzt ziehen wir den nochmal auf. Genau. What? Okay, ich denke mir, das ist das Passwort. Das wird das Passwort jetzt sein. Okay. Okay. Gut, ich würde sagen, das ist jetzt gelöst. Ich weiß jetzt, denk mir mal, des Rätsels Lösung. Ja. So, Hand dran rein. Das
Kerze wieder an. Ja, jetzt mal. Knall die Kerze rein da. Ich denke, man muss das Ding wieder aufmachen, komm. What? Oh Gott. Okay, dann haben wir das Band auch angeschaut. Dann würde ich sagen, die zwei Schlüsselkarten haben wir ja und machen dann aber erst in der nächsten Folge weiter. Dass wir die zwei Karten halt einsetzen. Links im Wohnwagen war ja die eine Tür. Ich glaube, da muss man die einsetzen. Ah, die Ladezeiten sind schon extrem. Okay, haben wir ein bisschen mehr über die Lore erfahren. So, dann würde ich sagen, schauen wir, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bleibt dran. Dann verpasst ihr auch nichts, wie es dann mit den Schlüsselkarten weitergeht. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.